es nicht mitbekommen haben, also der übliche Weg ist momentan versperrt. Wir können da nicht durch, müssen dadurch ausweichen. Es ist ein normaler Tunnel, vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Das ist ein Argument. Hat da jemand Angst im Dunkeln? Ich meine, das einzige Argument, was er gebracht hat, war schlecht beleuchtet. Und er mag ihn nicht. Er mag ihn einfach nicht. Wir fahren eine Draisine und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Meinst du? Deswegen habe ich jetzt die Auswahl auf die Waffen, weil wir da... Du solltest aber mal nachladen, sehe ich gerade. Richtig. Jo. Verdammt, tut mein Kopf weh. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. War das da vorne ein Feind? Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Achte auf den Bereich hinter uns, Achon. Klar, helfe ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn sie hier sind. Und mir tun sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Okay. Was ist mit dem los? Boris! 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 Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? Oh. Alter! Mein okay, Gott. Das ist echt creepy. Artyom! Was ist das? Ach du Scheiße. Folgen einer atomaren Katastrophe? Fragezeichen? Sind, dass man Schatten sieht? Artyom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Versteht! Slenderman! Das war jetzt auch mein Gedanke. Nur, dass der es nicht auf Kinder abgesehen hat. Und Leute mit telekinetischen Kräften erledigt. Oder er hat ihn zu Tode gestreichelt. Ach du Scheiße. Das tut richtig auf den Ohren weh. Und er muss sich mal waschen. Er dampft so komisch. Zieht Dreck wohl hinter sich her. Oha, eiskalt in den Rücken geschossen. Das war echt dreckig, das war unfair gegenüber ihm. Okay. Und der Erste, der wieder wach ist. Und uns wird vorgeworfen, immer lang zu schlafen, ne? Zum Teufel, geht also vor. Eben jedenfalls. Scheiße. Aufwachen, Leute. Aufwachen, um Himmels Willen. Boris! Oh. Boris! Wach auf, Boris! Was denn? Ich sehe nichts. Oh, doch. Oh, oh. Oh, oh. Fahr schneller. Fahr schneller. Oh Gott. Ah, ach, du Scheiße. Ihr schießt. Ich bediene den Hebel. Was heißt... Wow! Holy shit. Für mich. Adieu. Für mich. What the fuck? Ach du Scheiße. Oha. Oha. Nimm meine Schrotflinte. Richtig böse. Hast du gerade ernsthaft daneben geschossen? Oh, what the fuck? Wie viel halten die denn aus? Da fehlt einer. Rette mich! Lebt er noch? Ja, okay. Ich dachte schon, wir hätten noch einen verloren. Spar dir die Moon, Achon! Spar dir die Moon! Ja, du lustiger Vogel! Headshot! Ich meine, netterweise brüllen sie dich an, bevor sie dich angreifen. Sie ist nicht mehr weit! Dennis! Was soll ja, der wurde in der Schule gemobbt. Wir sind da! Oh Gott! Nein, der Verlebte!
Au! Die eiskalt weitergefahren. Ah! Renn! Was? Das war heiß. Sollte wohl Fleisch, Fleisch, ne? Etwas zu trinken. Würde ich jetzt Mutantenfleisch. Mutantenfleisch. Mutant kommt von Mutter. Was? Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. So, dann wollen wir doch mal schauen, womit wir nicht gerechnet haben. Oh! Da grinst mir aber jemand ins Gesicht. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf Achom. Hat die dir gerade zugewunken nach rechts? Auf dich! Mit dem roten Kopftuch? Keine Ahnung. Ich glaub, dir zugewunken. Sie steht auf mich. Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, hey, Baby. Nimm das. Auf deine Gesundheit. Achom, auf dich. Vielleicht noch 3-4 Mal. Achom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Okay, aber ziemlich das leicht begleitet. Auf unser Glück und auf Atom. Auf dich. Oh, noch eine. Boah, das könnte ich auch mal wieder vertragen. Okay. Der Wodka haut rein. Wem sagst du das? Zu selbstgebrauten Wodka? Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren und wurden ohnmächtig. Kann man vielleicht Klavier spielen? Jagte uns eine Rosalis. Aber unser Freund Achom war gay. Anscheinend hat er Tum. Also Achom scheint ja musikalisch begabt zu sein, ne? Schoss er auf die Viecher. Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Jetzt wiederholt sich's, glaube ich. Nee? Achom scheint wirklich ein Multitalent zu sein. Und ein ganz kultivierter. Ein schießmütiger Kultivierter. Okay, jetzt hab ich kein Problem. Ich hab meine Rechte! Lasst mich aus der Station raus! Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Du hast ihnen meins! Es interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Aber ich habe meine Befehle. Okay. Dann wollen wir jetzt mal... Schau vorbei, wenn du in der Gegend bist. Ich glaube, der will, dass du zu ihm kommst. Gib mir bitte ein paar Patronen. Eine Patrone. Ich habe Sachen Hunger. Geh arbeiten. Willst du wirklich was spenden? Danke. Oh. Du Alki! Sind Sie Atium?
An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf sie. Er ist irgendwie groß und unheimlich. Und er riecht auch nicht gut. Und du hast ein Kondom auf dem Kopf. Für eine Patrone führe ich sie dahin. Nö. Na gut, dann suchen sie ihn doch selbst. Und sie sind wirklich... Alter! Hau rein! Hey, nur weil du obdachlos bist. Alle am Schlafen da. Na? Schade. Ist das ein Klo? Man kann nicht drauf. Geizhals. Für eine Patrone führe ich sie dahin. Ach, er bietet sie immer noch an. Nö. Und sie sind wirklich geizig. Ja, hau rein. Ich finde den Weg auch alleine. Ja, ich muss ja sagen, so wirklich offen ist die Welt ja nicht. Das schaut ja schon sehr linear aus alles. Ja, also ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Nee, ich meine, wenn die Geschichte stimmt, ist es ja in Ordnung. Gib mir bitte ein paar Patronen. Eine Patrone. Ich habe solchen Hunger. Ich bin ein großzügiger Mensch. Es sei denn, es geht um Kinder. Ja. Rotzgehörn, wa? Geizhals. Liegt deine Puppe auf dem Boden? Ja. Oh. Was ist das denn? Bauen irgendwas an. Aha, haben wir eine Hanfplantage entdeckt, hä? Das sieht eher aus wie Pilze? Oder was ist das? Pilze. Oh. Aha. Da. Siehst du, die letzte Spender ist schon wieder drin. Was suchst du denn? Nee, das sah so aus, als würde da jemand liegen. So. Du bist out young, richtig? Nein. Setz dich. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Ich wurde nicht mal gefragt, aber... Für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Nee, wir gucken uns noch ein bisschen um, oder? In diesem Mistloch zu horten... Nein, heißt nicht... Nutzlos. Nein! Da lag Munition auf dem Tisch. Ja, die nehme ich. Das nehme ich schon. Oh, Entschuldigung, da lag Moon auf dem Tisch. Ja, nochmal. Okay. Ja, ich glaube, Taschenlampe solltest du anlassen. Ich meine, so schön die Grafik ja ist, ne? Die hellsten Gegenden sind's nicht. Da oben lag noch was, oder? Oh, guck mal, ganz versteckt. Bisschen den Penis wieder aufpumpen, damit wir dicke Eier bekommen. Denn nur so muss man Mutanten gegenübertreten. Kann man. Verlorene Tunnel. Als ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat,
fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Klasse, wir sind raus. Okay. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Sag mal, irre ich mich oder ist nicht eigentlich die Mehrzahl von Tunnel, Tunnel? Ein Tunnel, viele Tunnel? Ach, nur ein einzelner Schleicher. So Tunnels wirkt auf mich wie aber Rollers wenn du alleine bist, und Gegners. Musst du aufpassen.